Ich sammle gerade die Kacke von Nashörnern auf. Und was macht ihr so? Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer hier und herzlich willkommen zum wievielten, zum 16. Far Cry Primal Let's Play. Ich glaube, das müsste Nummer 16 sein. Ja, Freunde, wenn wir hier die letzte Folge aufgehört, da musste ich ja meinen Eltern essen gehen. Das war alles ein bisschen zu knapp gewesen. Und wir mussten jetzt nämlich die Aufgaben für Urki erledigen. Besorge die Mief-Zutaten für Urki. Jeder von euch hat gedacht, Urki ist gestorben. Dabei hat er das Ganze noch überlebt, obwohl er einen Speer im Kopf hatte. Das ist die Far Cry-Logik. Einfach Speer im Kopf und überlebt das noch. Und wir müssen nämlich jetzt die Zutaten für ihn besorgen. Wir müssen noch einmal Nashornkacke finden und dann dreimal Honigwabe und einen Braunbär zähmen. Ich weiß auch nicht, warum wir einen Braunbär zähmen müssen. So, die Hundekacke, die Nashornkacke haben wir voll. Die schmeckt bestimmt lecker mit Salz, Pfeffer oben drauf, ne? Müssen noch diese Honigwaben finden. Das heißt, ein paar Bienen. Was sind denn die Bienen immer? Ich würde sagen, das können wir einfach überspringen, Leute. Oder meint ihr... Oha! Chill doch mal! Der Nashorn macht ja richtig Palaver hier bei unseren Wolf... Der Wolfs-Nashorn. Ja, Freunde, mich so kaputt gelacht. Ich habe die Kommentare von der letzten Folge durchgelesen. Da meinten einige, Urki ist zu dumm zum Sterben, Alter. Der ist da wirklich so ein Patrick Star aus Far Cry. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt drei Honigwaben und einen Braunbären. Aber wofür man einen scheiß Braunbären? Das sind alles keine Braunbären hier. Aber das Ganze befindet sich ja dort in diesem Gebiet. Das heißt, wir gehen mal da oben. Wir gehen einfach mal da lang und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ah, da haben wir doch schon direkt einen Honigwabe. Was müssen wir damit machen? Müssen wir die... Ich check's nicht. Oh, oh, shit, shit. Das wollte ich... Oh nein, abbrechen, abbrechen. Da greift mich irgendwas an. Ey, was greift mich denn da an? Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, ich werde gejagt. Ist das der Bär? Den sollen wir doch zähmen. Chill mal deine Eier, Digga. Den müssen wir doch zähmen. Wir müssen Köder herstellen. Chill, 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 chill. Komm hier, nimm Fleisch. Dipp, komm, komm. Nimm den Köder. Komm. Ja, komm. Warte, warte. Chill, 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 deine Eier. Nimm da. Guck mal, guck mal. Guck mal. Guck da rein, du Missgeburt. Ey. Der will mich doch verarschen. Wir müssen doch so einen Braunbären zähmen, Leute. Warte mal. Ich werfe ihm das direkt in die Fresse, Alter. Dann hier. Friss. Ey. Ich werfe ihm das vor seinen Augen. Wir müssen einen Braunbären zähmen. Digga, kein Tier scheint sich... Da ist... Ist, mein Freund. Hä? Oh, chill. Chill, chill, chill. Der muss sich beruhigen. Der muss mal runterkommen, in Peter. Hallo, chill. Nimm das Köder hier. Ey, der ist doch behindert, der Braunbär. Wie soll ich den zähmen, wenn er so eine Scheiße abzieht? Egal, schauen wir jetzt erstmal die Honigwabe. So, wir müssen erstmal jetzt hier schön... Ich hoffe, das Tier greift mich nicht an. Honigwabe, so. Honigwabe nehmen. Ja, eins von drei. Der packt sich einfach so ein Ding mit den... Wie soll ich den zähmen, Leute? Ich schwöre es euch, sagt mir das, wenn er nicht den Köder nimmt. Der hat schon irgendwas anderes verputzt gerade. Das fette Schwein hier. Kann doch nicht sein, Mann. Egal, ich suche mal jetzt noch weiter in diese Honigwaben, ey. Honigwabe Nummer 2, gefunden. Komm, noch eine Honigwabe, dann müssen wir einen scheiß Braunbären zähmen. Ich habe so eine gute Laune wie noch lange nicht mehr, denn wir haben draußen 23 Grad und die Sonne macht richtig parat. Yeah, ist geil, alles scheiße hier. Ey, wir müssen noch diesen Honigwabe finden hier. Boah, es ist so geil, Mann. So heftiges Wetter draußen und ich bin gerade hier schön Far Cry am Zocken. Ich will auf jeden Fall gleich noch ein bisschen rausgehen mit den Jungs an den Rhein. Ein bisschen chillen dort. Aber erstmal wird natürlich die Arbeit erledigt, ne? Erstmal werden schön die Videos gemacht. Auf die habe ich auch gerade richtig Bock. Weil ich bin einfach so gut drauf. Ich weiß auch nicht, warum ich so gut drauf bin. Haben wir den Karuzzi hier, oder was? Ah, Südahorn haben wir gefunden. Da oben ist der Honigwabe. Ich glaube es nicht. Ich fasse es nicht. Wie soll ich den da runterholen? Meint ihr, das reicht, wenn ich den mit dem Pfeil und Bogen abballer? Ich weiß es nicht, Leute. Wir gucken mal. Bam. Oh nein, ich glaube, das war nicht gut. Oh, da kommen die ganzen Bienen. Hilfe, die Bienen kommen. Oha, das ist ein Gegner. Zack, kriegst du den dann in deinen Rücken. Zack, habe ich getötet. Okay, wir müssen noch irgendwo eine andere Honigwabe finden, Leute. Weil gerade habe ich die kaputt gemacht. Guck mal jetzt hier hinten. Amanaziki. Amanaziki. Zikirm, Amanaro. Guck mal, Freunde, da hinten ist der Braunbär. Ich näher mich jetzt ganz langsam ihn an. Und werf ihn einem Köder vor die Nase. Ja, Mann, er riecht den Köder. Digga, chill, chill. Komm runter. Komm runter. Zähmen. Ja, Mann, Chef, wir schaffen das. Wir müssen ihn unbedingt zähmen, Leute. Ja, Mann, wir haben den Braunbären gezähmt. Das war unsere Aufgabe. Korrekt, Alter. Können wir auf dem Reiten, ey, auf dem Braunbären reiten. Können wir Braunbär, Bruno, der Braunbär. Können wir drauf reiten, ey. Geile Scheiße. Hui. Hoppa, hoppa, Reiter. Wenn er kommt, dann schreit er. Ja. Müssen wir einen scheiß Honigwabe finden. Die von gerade habe ich ja kaputt gemacht. Die war da oben irgendwo. Stell dir vor, gibt es wirklich nur drei. Und ich habe jetzt die Mission verkackt, weil ich die kaputt geschossen habe. Ey, ich würde mich so aufregen. Da sind irgendwelche Missgeburten. Komm, Angriff. Greif doch an. Hallo. Ey. Ey, ist der behindert? Ich schwöre es dir. Sag, greif doch an, du Bär. Genau so. Beißen, beißen. Ja, der Braunbär ist ja mal so langsam. Greif an. Wir sind am Brennen!
Hilfe! Verpiss dich! Ey. Chill, chill, chill. Ja, Freunde, wir müssen auf jeden Fall diese scheiß Honigwabe finden. Da oben ist eine! Ich hab sie! Die letzte Honigwabe! Korrekt, dann haben wir endlich alle Aufgaben geschafft für Urki. Da ist die Honigwabe. Darf ich diesmal nicht kaputt machen, sondern ich nehme sie einfach schön mit. Ja, geschafft, Alter! Sauber! Sprich mit Urki! Klar, dann treffen wir uns kurz mit Urki. Da ist er schon, der Urki! Was geht, Brudi? So, jetzt reden wir erstmal mit Urki. New Urki, ha! Ha, now a fat ass da, ha! Uchimena! Uchimena! Der wischt sich mit Nase und Kacke den Arsch ab. Bester Mann. Ja, der ist echt. Jetzt haben wir den Braunbären geschenkt. Wo ist er denn? Befehl dem Bären Urki anzugreifen. Greif ihn an. Guck mal, der Bär greift Urki an. Guck mal jetzt. Der Bär und Urki. Greif ihn an. Komm, komm, komm jetzt. Komm, Urki. Oha. Hat der Urki wieder überlebt? Ey, ich check diesen Typen nicht. Ich check ihn nicht. Guck mal. Der ist doch jetzt tot. Und jetzt ist er erst recht tot. Und jetzt auch. Aber wie können wir da Missionen bei ihm machen? Das war letztes Mal genauso. Diese Far Cry-Logik hier. Ja, wir gucken eben auf die Karte, was wir für Missionen haben. Dann kann es direkt weitergehen. So, schauen wir eben gemeinsam nach. Hauptmissionen. Da haben wir nämlich hier noch eine unten. Ne, dieses Schneebolt-Wulflack brauchen wir nicht. Das war letztens übertrieben schwierig gewesen. Uber. Da war wieder eine Aufgabe bei Seiler, die Sammlerin. Das ist aber wieder in den Bergen. Und da brauchen wir halt diese scheiß Kleider. Was fehlt uns denn noch dafür? Ich guck mal eben kurz hier nach. Da fehlt uns noch Wolfsfell. Okay, dann machen wir es so, Leute. Ich werde jetzt eben Wolfsfell holen. Und dann werden wir die Mission bei Seiler oben in den Bergen machen. Was hält ihr davon? Dann sehen wir uns gleich dort wieder. Wir holen jetzt mal schön ein Wolfsfell. Kurz Double Headshot, beide getötet und den Venya gerettet, Alter. So locker easy macht man das, Leute. So, Leute, wir können uns jetzt endlich hier die Winterkleidung upgraden. Was brauchen wir? Seltenes Weißjackfell, okay. Au auf die Kacke, Alter. Aber das sollte, denke ich, reichen. 10 Minuten haben wir Zeit, in der Kälte zu überleben. Würde ich sagen, markieren wir direkt mal die Stelle bei Seiler. Und dann machen wir auch direkt die Mission bei ihr, Leute. Bis gleich. Wir müssen da jetzt erstmal irgendwie hinkommen. Wie machen wir das am besten? Ja, ich würde sagen, wir teleportieren uns hier hin. Und dann sehen wir uns gleich bei Seiler. So, Leute, wir sind in dem Gebiet angekommen von Seiler. Unsere Aufgabe ist es, das seltene Nordgelblatt zu finden für Seiler. Okay, Mufasa, was geht, Digga? Alles klar? Chillt mal, ey. Wenn die mich jetzt angreifen, man soll nicht verpissen. Wir sollen irgendein seltenes Blatt finden. Wir müssen aber schauen, wo... Ah, hier. Hier ist es doch, oder? Ja, Mann, wir haben es gefunden. Seltenes Nordgelblatt. Und das ist die einzige Aufgabe. Boah, ist das denn? Sieht aus wie ein Kaktus oder was? Ach du Scheiße, nicht, dass wir jetzt vergiftet werden, ey. Hä? Oha! Das war doch der Ul. Ich schwöre es euch, das war der Ul. Ich glaube, das ist so ein Ding, was ein bisschen die Nerven betäubt, womit man hier gar nicht richtig mehr denken kann und sowas. Kann gut sein. Ich weiß es nicht, was uns erwarten wird. Alter, was ist das denn? Wer ist das denn? Ist das Seiler? Niemals, Alter. Das ist ein Kle- Oh mein Gott. Das ist Ul. Boah, das sieht aus wie ein Monster, Alter. Ich krieg voll Angst von dem, Mann. Ihr auch? Ey, krass, Mann. Das war eine Falle, glaube ich. Was? Was hat er für eine Präzision? Vor dem habe ich voll Angst, man. Guck mal, sein Bizeps. Alter. Es ist echt ein Monster, Alter. Ich hoffe, wir träumen das gerade nur, Alter. Weil wenn der uns in Gewahrsam hat, wie sollen wir hier rauskommen, Alter? Sollen wir Prison Break in Far Cry machen, oder was? Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist ein kleiner Sohn. Alter, krank, ey. Aber wir sollten doch die Aufgabe für Seiler erledigen, dann wurden wir irgendwie entdeckt oder so, glaube ich. Oha, das war wirklich nicht geträumt. Udam haben deine Ausrüstung an sich bekommen. Die Bestie kann dir nicht folgen. Entkomme aus der Gefängniszelle. Ja, super. Siehst du? Jetzt müssen wir Prison Break machen. Ich schwöre es euch. Ich nenne die Folge Prison Break, Alter. Ey.
Kranke Scheiße, Mann. Sorry, meine Mutter hat gerade angerufen gehabt, war wichtig, ich musste da dran gehen. Wir müssen jetzt irgendwie aus der Zelle hier entkommen, Alter. Ach du Scheiße, wie soll man denn hier entkommen, ey? Ey, ich schwöre es dir, einfach ein Prison Break in Far Cry. Ich glaube es nicht, Leute. Ja, und wie soll ich jetzt hier entkommen? Habe ich einen Greifhaken? Da ist ein Greifhaken, das heißt, da könnten wir... Beschaffe dir die Kretterkralle, um nutzen zu können. Kretterkralle, Rille, Ralle, Alter, ja, super. Wer hat denn hier eine Kretterkralle zufällig? Vielleicht der Typ da und ich bin falsch. 100%. Ja, siehst du, der hat die Kretterkralle. Der hat auch schon versucht, hier abzuhauen. Wir müssen hier abhauen, Alter. Ich habe voll Angst vor diesem Ull, Alter. Habt ihr den gesehen? Der sieht aus wie ein Monster, Alter. Ich habe, glaube ich, sogar von dem schon mal geträumt. Ey, das kann auch gut sein. So. Wenn der Ull das jetzt wüsste, der würde uns den Kopf einschlagen. Ja, und was? Ah. Wir müssen jetzt hier einen auf Tarzan machen. Komm, nach oben, nach unten. Warte mal, ein bisschen nach unten. So. Jetzt haben wir mehr Schwung. Links. Rechts springen! Ey, Digga, spring doch! Lösen! Ja, Mann. Oh shit, Alter. Wir müssen, glaube ich, hier irgendwo lang gehen. Prison Break in Far Cry. Ich muss erst Schutz bauen. Okay. Wir müssen uns erstmal Schutz bauen. Finde deine Ausrüstung. Wir sind gerade komplett nackig, Alter. Was sind meine Waffen? Ich glaube, das ist ein Gegner, oder? Krieg erstmal einen Takedown, der Pisser, Alter. Hier. Da ist unsere Ausrüstung. Meine Waffen. Oh, wir haben unsere Waffen. Ausrüstung gefunden. Oh. Jetzt kann der Spaß beginnen, Alter. Jetzt kann er. Jetzt soll der Ull herkommen. Der kriegt die zweihändige Keule in seine Fresse. Jetzt sollen wir hier durch? Ach. Oh. Hä? Erreiche den Ausgang. Da stand doch vorhin, dass wir erstmal unsere Ausrüstung brauchen, um da durchzugehen. Aber der ist nicht da durchgegangen. So, Leute, hier haben wir jetzt wieder unsere Ausrüstung aufgehoben. Ich glaube, da müssen wir jetzt hier lang raus. Also, denke ich mir mal, ja. Ich habe gedacht, wir müssen durch diese... Oha, Kälte kann töten. Ich muss mich warm halten. Ach du Scheiße, Alter. Wir gehen jetzt einfach mal... Oha, was liegt denn hier, Alter? Ein Wolfsfell? Ah, durchsuche die Höhle nach einem Ausgang. Okay, guck mal jetzt. Bam, Junge! Der richtige Prison Break hier. Da ist irgendwas zum Suchen. Nordzeder, dreimal haben wir gefunden. Ja, super. Wo soll ich denn hier nach dem Ausgang suchen in dieser kleinen Höhle? Aber hier ist wenigstens ein Lagerfeuer. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir müssen weiter hier lang, ja. In dem scheint es auch so zu sein. Ja, ich muss hier weg, Alter. Ich habe Angst vor diesem Ull. Gleich kommt der Ull. Da ist eine Höhle. Hier geht's rein. Okay, uns wird auch gleichzeitig wieder wärmer. Alter, wie schnell uns kalt wird, ne? Ist das ein Wolf? Nee, das ist ein... Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Ach du Scheiße, ey. Guck mal, das sind überall Gegner, Leute. Durchsuche die Höhle nach einem Ausgang. Meint ihr, ich soll die abballern? An dem kann ich auf jeden Fall locker einen Headshot geben. Zack. Die anderen können das ja unmöglich hören. Wisst ihr, wie ich meine? Die können das einfach gar nicht hören. Oh, oh, wir wurden fast gesehen von irgendjemandem. Der kriegt... Oh mein Gott. Scheiße. Shit. Oh mein Gott, der hat irgendwas geworfen, Alter, bevor er gestorben ist. Oh shit. Ich glaube, wir wurden gesehen. Bam, Junge, wieder Kopfschuss. Wir haben keine Speere. Wir müssen Speere herstellen. Zack, 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 zack. Munition voll. Oh, jetzt kommen die und denken: Hä, wer hat die getötet? Stuff! Stuff! Ey. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, wieder so ein Boss. Oh nein. Oh mein Gott, das ist so ein Boss. Oh mein Gott, das ist so ein Boss. Ach du Scheiße. Hier, Alter, kriegst du. Oha! Bam, Junge! Oh, shit! Oha! Was geht bei dem ab, Mann? Alter! Wie stark ist der? Leute, habt ihr sein Leben gesehen? Hat er richtig viel... Alter Schwede. Ich suche die Höhle nach einem Ausgang. Wir haben Fähigkeiten neu dazu bekommen. Dann schauen wir uns mal in der Höhle hier um. Okay, zweihändige Keule mal eins haben wir aufgehoben. Die haben das anscheinend auch. Ziegehäuten! Die wollten gerade Ziegenfell essen, ey. Und Ziegenfleisch, Alter. Okay, hier geht's anscheinend weiter. So eine Prison. Ich nenne die Folge auf jeden Fall Prison Break. Das steht, das ist klar. Was ist das denn hier? Zack. Bam. Ah, die Keule geht kaputt, wenn man die kaputt, wenn man so fest draufschlägt. Ich verstehe. Boah, das ist dicke Schweinefleisch, Alter. Das ist Haram, Bruder. Das ist Haram. Okay, da scheint es weiter. Wir müssen, glaube ich, diesen Fußspuren folgen. Das sind die Fußspuren von Ull, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher, Leute. Wo gehen wir denn jetzt hier lang? Jetzt führt einmal da einen Weg lang. Und da. Ich glaube, wir können mal kurz hier hochgehen. Ah, das ist nur so eine kleine Höhle, damit wir uns ein bisschen aufwärmen können, glaube ich.
Aber die Mission ist schon mal richtig geil, Alter. Mit so einer Mission habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt einfach nur dieses seltene Blatt finden. Aber dann kommt ja noch so eine Prison Break Mission. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir folgen einfach mal den Fußsporen. Alter, wie schnell uns kalt wird. Ich suche die Hülle nach einem Ausgang. Hey, ich höre irgendwas. Hört ihr das auch? Oh mein Gott. Ja klar, ganze Familie ist da, Alter. Klar. Die wollen mich doch verarschen, Alter. Schiefer, nehmen einfach mal Schiefer. Mit Schiefer, ich brech dir den Kiefer. Ah. Ja, bimp die Maiku. Okay. Wie gehen wir am besten vor? Ich würde sagen, dem können wir eventuell... Ist das nur einer? Ja, es ist nur einer, Leute. Können wir mit einem Takedown eigentlich auch schon. Würde ich sagen. Bitte. Zack, Takedown. Die anderen werden mich hören. Perfekt. So. Wir sind auf geheime Mission, Leute. Auf geheime Mission. Da unten haben wir... Da schlafen. Nee, Mann, das ist... Zack. Oh mein Gott. Oh, shit. Oh, shit. Alter. Oh mein Gott, wie viel Leben hat der? Ach, ja, Mann, wir sind am Arsch. Ach, du Scheiße. Stuff. Boah, Junge, was war das denn, Alter? Habt ihr das gesehen, ey? Zwei mit einem Wurf. Stuff Mulan, Alter. Komm her, hier. Shit. Okay, komm. Kommt alle her. Oh, shit, die werfen irgendwas auf mich. Ich heile mich erstmal ganz gechillt. So. Bleib ruhig. Oh mein Gott, die kommen. Erstmal Rückzug, Leute. Erstmal Rückzug. Ganz gechillt. Warten wir auf die. Wir locken die. Dann lade ich meinen Schlag auf. So, kommt her. Kommt her. Ich kann auch schreien wie ihr. Junge, hier. Bam, das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Das ist gar nicht gut. Ja. Das ist ein Boss. Wow, wir haben den getötet. Ey, diese zweihändige Keule ist so krank, Mann. Kopfschuss mit der Keule einfach. Grünblatt hat er dabei gehabt. Alter, das ist die bisher eine der geilsten Missionen, finde ich, Mann. Die geht übertrieben ab. Komm her mit deinem scheiß Pfeil und Bogen, hä? Komm her. Amen, Arkoyum. So. Perfekt, Alter. Jetzt nehmen wir nochmal hier die ganzen Sachen mit von denen. Keule anzünden. Nee, nicht anzünden. Hallo, mach das Feuer weg. Feuer löschen. So, optimal. Ich will nicht meine Keule verbrennen, meine letzte Keule. Aber die haben ja viele Sachen, die man mitnehmen könnte. Vielleicht zum Beispiel ein paar Nordzeder und sowas da zum Beispiel. Nee, Schiefer. Ist das Schiefer? Ich brech dir den Kiefer. Ah. Okay, dann müssen wir die Höhle nach einem Ausgang durchsuchen. Ich würde sagen, einfach mal hier lang. Spontanikus. Ja, Mann. Was ist das? Leben die oder sind die tot? Leute. Oh, ne, die sind tot. Ich dachte, die wären am Leben, Alter. Dann sind nur am Pennen. Früher haben die einfach so gepennt in der Höhle. Okay, wir müssen einfach diesen Fußsporen folgen, weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Eventuell ist das sogar der Weg von Ull. Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall denke ich mal, dass Ull der Finalgegner sein wird. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, töte den Höhlenwächter. Oh mein Gott, Alter, was geht hier ab? Ey, die Mission ist krank, Leute, die Mission ist krank. Ach, den hole ich mir erstmal mit dem Takedown. Zack. Okay. Oh mein Gott, ich hoffe, wir werden... Oh mein Gott, da sind voll die kranken... Ey, der fickt den! Der vergewaltigt den! Alter, ist das eine Chaya? Was? Ey, ist der die am Vergewaltigen? Ich glaube, der bumst die in den Arsch, Alter! Der gönnt sich! Der kriegt jetzt dabei einen schönen Headshot. Warte. Oh mein Gott, meint ihr, ich treffe? Das wird knapp werden. Boah, ich hab getroffen, Alter! Guck mal, der! Boah, das war sogar ein Kerl! Ach du Scheiße! Egal, man sagt dir so schön, nur der gebumst wird, ist der Schwule. Ach du Scheiße, ey. Oh shit, das ist gar nicht gut. Guck mal da rechts. Alter, kommt er mit 120 km/h auf mich zugelaufen? Fuck, man, der denkt, so ein Gift hier versprüht. Oh mein Gott, die wirft diese Giftbomben, Alter. Stachelbombe. Ja, die werfe ich jetzt auch mal. Ihr meintet ja, ich soll die werfen. Hier, wirft die Stachelbombe. Zack. Das ist doch eine Stachelbombe, ne, oder? Warte mal, ich werde davon jetzt mal noch eine herstellen. Ihr meintet ja, ich soll die mal unbedingt... Oh mein Gott, das ist eine richtig kranke Waffe. Guck mal, Stachelbombe mit Bienen, die tötet alle. Warte mal, guck mal, jetzt noch zu denen eine. Viel Spaß. Oh, fuck, die werfen mir auch irgendwas zu. Komm her. Hast du Angst, ne? Verpiss dich. Oha. Oh mein Gott, da ist irgend so ein Wächter, Alter. Komm her. Stuff. Oh, shit. Stuff. Oh mein Gott, wie viel lebt er denn noch? Komm her. Guck mal, was macht er? Oh mein Gott. Ah, Junge. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, mein Leben, fick mein Leben, das kann nicht sein. Ach du Scheiße, Mann. Ey, ich... Egal, guck mal jetzt. Alter, wie viel, der schluckt zu viel. Oh mein Gott, der schluckt. Ich kann nichts werfen. Stachelbombe kann ich noch schnell werfen. Komm, schnell, wirf den mit der Stachelbombe ab. Optimal, Alter, optimal. Komm. Boah, die ist ja voll geil, diese Stachelbombe. Die habt ihr mir auch empfohlen. Guck mal, diese Stachelbombe. Mit diesen ganzen Tieren und so. Das ist ja mal krank, Alter. Ich suche die Hülle nach einem Ausgang. Ich hoffe, dass diese Tiere mich nicht auch angreifen. Aber ich habe die ja alle einzeln gezähmt, diese Fliegen. Eieieiei. Geil, der Pisser. Kriegt auch nochmal so einen Bogen in sein Arschloch. Stuff! Ey, wie viel der schluckt einfach, ne? Das ist krank. Egal, Stachelbomben können wir immer noch herstellen. Er kriegt gleich mal eine Stachelbombe. Das ist, glaube ich, der letzte, Alter. Da werde ich überraschen jetzt von hinten. Komm, komm, komm. Vielleicht kann man den mit dem Takedown ausschalten. Ne, geht nicht. Ah! Oh shit, Alter. Ey, sind das Gegner oder wer ist das? Ey, wir gehen jetzt einfach aus der Höhle raus, Alter. Die kann mir mal gewaltig die Puperze lutschen, ey. Alter, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, klar. Ey, das ist so eine kranke Mission, Leute. Ich schwöre es euch. Ich finde die richtig geil, Mann. Das. Ah, ich glaube, da kommt man von der Höhle aus rein, oder? Nee. Hier liegt sogar was drin. Optimal. Nordsee, da haben wir gefunden. Okay, wir müssen jetzt irgendwie ausschalten. Mit einer Stachelbombe. Guck mal jetzt. Genau da in die Mitte. Bam. Zack, perfekt. Die war perfekt geworfen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Genau in die Mitte. Ja, Mann, guck mal, diese Stachelbombe, die tötet einfach. Ey, zum Glück habt ihr mir das in die Kommentare geschrieben, Mann. Diese Mücken oder was das ist. Ey, das sind diese Motten oder das sind diese Heuschrecken oder was weiß ich, Alter. Wie heißen diese Dinger? Das sind Schnaken. Oh mein Gott. Ah, Junge. Staff, Junge. Verpisst euch mit eurem scheiß Gift. Das bringt euch nichts bei mir. Kommt her, ich bin Aragorn. Wo seid ihr, hä? Da oben ist noch irgendwo einer, den hole ich mir. Oh mein Gott, mein Leben. Hallo? Wo ist der? Ich kann ihn nicht sehen. Der muss da oben irgendwo sein. Egal, ich schon mit den jetzt. Den hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Komm, komm, komm. Der muss hier oben. Da ist er. Komm her. Zack. Zack. Hau drauf, Junge. Schön, schön, schön. Alter, wo geht's denn mal hier raus aus dieser Höhle? Die ist ja unendlich lang. Ich suche die Höhle nach einem Ausgang. Okay, der Ausgang scheint hier irgendwo zu sein. Ja, Mann, das müsste der Ausgang sein. Ich hoffe es mal. Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt, ich kehre zu Dorf zurück. Ins Udamland. Wir sind einfach im Udamland hier. Das ist krank, Leute, Alter. Was eine heftige Mission. So, jetzt sind wir bei Seila. Dein scheiß Blatt. Dafür krieg ich erstmal einen Blowjob, ey. Du kleine Arschloch. Holt sich sein Ohr. Die steht auf Ohren, Alter. Dann leck mal mein Ohr ab, du Ekelhafte. Kannst du gleich was anderes ablecken, Alter. Kriegst einen Lolli in dein Maul, ey. Geht die mir auf den Sack. Wegen ihr, Leute, ohne Spaß, wegen ihr. Oh mein Gott. Dieser Eingang führt zur Udamheimat, die von Ul beherrscht wird. Schwierigkeit sehr schwer. Besonderheit umgeben von tödlich giftigen Fauldämpfen. Das Gegengiftrezept kann dir helfen. Krank, ey. Das muss die heftigste Mission überhaupt sein. Und da ist auch noch so eine Mission. Ich komme mir gerade vor, bei diesen zwei Missionen, das sieht wirklich aus wie bei Herr der Ringe, dieses Orksland, diese Orks und so, Alter. Das sieht voll danach aus. Aber auf jeden Fall eine kranke Mission, Leute. Eine richtig heftige Folge. Vergewaltigt dafür mal ordentlich den Like-Button. Wir können jetzt Gegengift herstellen im Nahrungsmenü. Das ist, glaube ich, das hier unten. Ultimativer Booster. Nee. Gegengift müsste irgendwie da. Gegengift. Seht ihr das? Das können wir jetzt herstellen. Optimal, wenn wir irgendwo vergiftet werden oder so. Auf jeden Fall eine richtig heftige Mission, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn wir da selber 6000 Likes freuen. Euer Öni ist raus. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Heute Abend kommt noch Quantum Break online. Und ja, Leute, schönen Tag noch. Wer gestern Fatal Finale verbessert, zieht es euch rein. Es war einfach so krank. Macht's gut, ihr seid die Besten. Haut rein. Und ciao!